Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Seit langem gibt es mal wieder ein Video. Ihr seht schon, oder ihr seht es auch im Titel, ich spreche über den Konflikt über Ukraine und Russland. Ich will dazu nur ein bisschen was sagen, was ich weiß. Ein bisschen, naja, meine Meinung jetzt nicht. Aber, also, ich stehe natürlich zur Ukraine, so wie die meisten wahrscheinlich von euch und die meisten Länder auch. Aber zum Beispiel jetzt hier die Feuerpause vor einem Gespräch. Oder das kann man zwar nicht so wirklich, also Bild sollte man ja nicht so vertrauen, hat man ja gehört. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt oder so. Zum Beispiel jetzt hier, oh nee, das nicht. Aber zum Beispiel jetzt, achtet nicht auf meine Tabs, ich habe ein bisschen viele. Aber zum Beispiel jetzt hier, das, also. Ob das natürlich wahr ist, wissen wir natürlich nicht. Aber was natürlich wahr ist, ist das hier, Kanzler über Ukraine. Unser Kanzler Deutsch. Unser Kanzler Scholz. Geil, oder das hier. Das ist auch echt so wie das hier. Genau, Putin beschießt Regierungsgebäude in Charkiw. Ach, keine Ahnung, wie man die Orte da ausspricht. Und die wurden ja überall jetzt ausgeschlossen, was ich natürlich, also hier bei FIFA, bei, weiß ich nicht, was alles, UEFA, WM und so. Und dazu wollte ich ein bisschen was sagen. Auch also auch dazu. Und das Video wird ein kleines bisschen, ja, darum gehen, auf was ich gerade so sage und so. Weil das ist schon heftig, weil wenn Putin mehr will als Ukraine oder wenn sich natürlich jemand einmischt von den NATO-Staaten, haben wir nämlich ein fettes Problem. Und ja, weil Putin uns ja auch schon gedroht hatte. Und ja, ihr seht auch, also ich habe jetzt Bild mal an. Ich weiß ja nicht, ob das auch stimmt. Ich mache wieder Tagesschau an, weil vertraue ich ein bisschen mehr. Ich war mal Tagesschau, Tagesschau. Offenbar Tote bei Angriff auf Kiewer Fernsehturm. Oh, Alter. Warum der Krieg noch nicht entschieden ist? Ja, natürlich nicht. Alter, ich finde das so krass. Genau, über Fußball wollte ich, genau das wollte ich nochmal ansprechen. Dass die Fußballer überhaupt nichts dafür können, ey. Das finde ich so ungerecht. Weil die verdienen ja auch dadurch Geld und jetzt verdienen die ja auch ein bisschen weniger und auch die Vereine verdienen natürlich dann weniger. Und hier keine Erfahrung für den Sommer, also wegen Corona. Corona ist ja auch theoretisch ausgestorben, ey. Krieg gegen immer mehr Menschen suchen Schutz in Polen. Genau, Deutschland hat auch schon viele aufgenommen, habe ich gelesen. Ich finde das sehr, 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 sehr gut. Ukraine ohne Zungen, naja, ich wollte nochmal. Da mache ich kurz nochmal. Genau, heute ist ja der sechste Tag. Sie kommen nicht nach, denn sie haben Angst. Oh. Das können wir uns ja mal eben anhören. Sorry für die Werbung. Oh, wieso? Nee, ich will nicht Chibo. Lol. Ach, das ist live. Mit Friedlich diesem und unbewaffneten 18-Volt-Akku. Menschen werden mit Bomben beschossen. Wie können sie? Das kann man nicht. Man soll einfach den Krieg beenden. Schön. Was ist jetzt Ihre Forderung an die Welt, an andere Nationen? Ja. Ja, das machen wir mal nicht. Oh, was ist hier? Krieg in der Ukraine. Dringlicher Appell für EU-Mitgliedschaft. Ja, genau, die wollen ja auch in der EU wieder. Und mal gucken, ob das klappt. Die dringen wieder ein irgendwo. Alter, und in Hamburg, Berlin, ne? Berlin-Demo dazu. Die haben ja mit 20.000 gerechnet. 100.000 habt, Alter, dieses Bild. Das ist der Alter.
Das mache ich auch als Thumbnail, weil ich finde das einfach krass, wie viele da demonstriert haben. Finde ich einfach ein bisschen krass und mit dem enden wir. Vielleicht kommt noch ein Teil 2, ich weiß es noch nicht. Ich nenne das einfach mal Teil 1. Vielleicht kommt noch ein Teil 2 in ein paar Tagen, da wissen wir ja auch ein bisschen mehr. Ich wollte nur darüber ein bisschen informieren und ein bisschen dazu was sagen, meine Meinung so. Also ich bin definitiv auf ukrainische Seite, weil das geht gar nicht, was Putin da macht, überhaupt nicht. Die sollen mal echt wieder Frieden finden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr noch mehr Teile wollt. Es kommt auch noch ein Spezialvideo. Hat damit gar nichts zu tun, sondern mit mir. Und das kommt aber auch noch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo da. Wir haben fast die 170 Abonnenten. Kommen, wir knacken die auf jeden Fall noch. Und haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.